Hallo zusammen und willkommen zurück zu Lost Ark. Ich bin Michael und ich stehe hier in Stern. Willkommen. Und das wird ein Shorty zu einer Beziehungsquest mit oder von Sascha. In Argentin wird es jetzt sehr hektisch zugehen, da Krause nicht mehr da ist, müssen Bastian und ich noch härter arbeiten. Hättest du vielleicht Lust, uns noch etwas länger zu unterstützen? Ich habe Zeit, dir zu helfen. Oh, vielen Dank, Jasma. Ich wusste, dass du zusagen würdest. Ich bin froh, dass uns dein Einfallsreichtum, deine Talente noch ein bisschen erhalten bleiben. Nun, Inspektorin Jasma, als Vorsitzende des Parlaments von Argentine habe ich eine offizielle Aufgabe für dich. Seit dem Tod von Krause ist die Stelle des Technologen noch nicht wieder besetzt worden. Die Verantwortlichkeiten der Technologieabteilung und der Halle der Transzendenz teilen Bastian und ich momentan unter uns auf. Bei der Übertragung der Dokumente an unsere Abteilungen müssen wir feststellen, dass einige geheime Aufzeichnungen verschwunden sind. Ich glaube, Krause hat sie irgendwo versteckt. Alles, was der Technologe verfasst hat, muss öffentlich gemacht werden. Wir müssen das Vertrauen in uns wiederherstellen. Jasma, bitte such in Stern nach Krauses versteckten Aufzeichnungen. Meine Agenten konnten die möglichen Verstecke auf ein paar Orte eingrenzen. Überprüfe die Dokumentenkisten von Krause. Okay, das sind... Was gibt's denn da Feines? Antike Platinmünze. 20.000 Silber. Und ein bisschen Zeug. Und ich muss eigentlich hier nur im Rathaus nach Kisten suchen. Lächelnder Alligator, Wahrheit... Und dann gibt's einen Vitalitätserhöhungstrank. Oh, machen wir doch, machen wir doch. Dann gucken wir ganz kurz auf die Karte. Der hier meine ich. Und das ist dann unausgesprochene Gefühle. Unausgesprochene Gefühle. Muss ich mal aufschreiben, weil ich habe schon in einem anderen Ding gesagt, dass ich diese Titel nicht finde. Ah, da haben wir schon die erste Kiste. Krauses Aufzeichnung. Okay, viele Jahre der Forschung haben es ermöglicht, Anzeichen des Chaosportals zu erkennen. Aber deren Erkennung führt noch nicht zu deren Unterbindung. Der momentan einzig bekannte Weg, ein Chaosportal zu schließen, besteht darin, hindurchzugehen und den Kommandanten der Dämonenlegion auf der anderen Seite zu töten. Das würde mir jetzt Spaß machen. Alternativ schließen sich einige Chaosportale auch von selbst, nachdem mehrere Dämonen hindurchgekommen sind. Wir nennen diese Portale begrenzte Chaosportale. Der Rest des Sexes besteht aus seltsamen, unsinnigen Zeichen. Dann gucken wir mal hier drüben. Die Organisation führt illegale Forschung an Waisenkinder durch, die sie überall in Argentina entführen. Das Parlament schaut aktiv weg und erlaubt es, APEC so ohne Nennzwerge der Bestrafung damit durchzukommen. Die Verquickung der Organisation mit dem Parlament geht viel tiefer, als ich anfangs dachte. Bastian ist wütend, dass APEC nicht aufgelöst und die kriminellen Unterstützung verhaftet werden wurden. Das Einzige, was wir momentan tun können, ist dafür zu sorgen, dass die überlebenden Weißen weit außerhalb der Reichweite von APEC in Sicherheit sind. Eines der Weißen, ein Mädchen namens Marie, ist so klug und begabt, dass ich mich dazu entschloss, sie unter meine Fittiche zu nehmen. Marie kennen wir. Eines Tages werde ich die ganze Wahrheit ans Licht bringen können. APEC wird nicht für immer ungeschoren davonkommen. Und der Rest sind wieder unseltsame und unsinnige Zeichen. So. Schwupp. Schwupp. Der Wert des Parlaments. Im Parlament wuchert ein Tumor, der es von innen heraus zerfrisst. Zu viele Parlamentarier verfolgen nur ihr eigenes Interesse und sind der Gier verfallen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Je mehr Macht sie haben, an die sie sich klammern können, desto korrupter werden sie. Um ganz ehrlich zu sein, die meisten Parlamentarier sind reiner Abschaum. Ah, so weit würde ich bei uns jetzt nicht gehen. Ich vermag allerdings nicht zu sagen, auf welcher Seite Bastian steht. Er kommt mir rechtschaffen und ehrlich vor. Aber ist er das auch? Der APEC-Fall gibt mir mehr Möglichkeiten gegen die Senatoren in die Hände. Die öffentliche Meinung macht ihnen Angst, weshalb sie mir
die alleinige Kontrolle über die Maschinenverwaltung der Nation übertragen haben. Der Tumor muss so schnell wie möglich exzidiert werden. Der Rest des Textes besteht aus seltsamen, unsinnigen Zeichen. Hier ist die Nacht wie der Tag. Der Warnhandy-Plan, der Dingsbumsplan. Ich habe den ultimativen Zweck des Dingsbums verändert. Von der Wiederaufforstung zur selektiven Evolution der Saikina hin zur Transzendenz. Die sozialen Strukturen müssen eingerissen und auf solche Art und Weise wieder aufgebaut werden, dass keine bösen Taten mehr ungesühnt bleibt. Skeptrum schenkte mir eine Vision. In der Zukunft erwarten uns nur Dunkelheit und Tod. Der Erzdämon Kassaros kann jederzeit erwachen. Es bleibt keine Zeit zum Zögern oder für halbherzige Taten, wenn es um die wachsende Verderbnis meines Volkes geht. So sehr es mich auch schmerzt, aber mir bleibt nichts anderes übrig, als die Härte auszudünnen. Ich muss dafür sorgen, dass keinem Kind mehr derselbe Schicksal widerfährt, das Marie erdulden musste. Die Daten sind vollständig. Ich habe diejenigen ausgewählt, die es verdienen zu überleben. Ja, das ist krank. Jeder einzelne von ihnen besitzt einen starken Körper und einen gütigen Geist. Mit der Hilfe des Dingsbums werden sie sich zu den wahren Erben der Saikina entwickeln. Der Rest besteht aus nur seltsamen und unsinnigen Zeichen. Okay, F5. Die seltsamen Zeichen aus den vorherigen Texten ergeben zusammen eine neue Passage. Aha. Für meinen Plan muss ich eine neue Organisation bilden. Die breite Öffentlichkeit wird es nicht verstehen. Wir müssen daher für den Moment im Geheimen operieren. Ich habe meine ultimativen Absichten meinen engsten Vertrauten mitgeteilt. Anton, Seville, S, Jay und natürlich Marie. Anton regte an, dass wir uns alle unerbitterlicher Weiterentwicklung unterziehen sollten. Dem stimme ich zu. Für den Moment können wir uns auf unser Ziel konzentrieren und zudem weitere Leute rekrutieren, die wir brauchen können werden. Sie müssen nicht perfekt sein, sie müssen nicht auf der Liste stehen. Sie sind einfache Werkzeuge, genau, deren Fähigkeiten und Talente wir nutzen. Wenn die Zeit gekommen ist, dann erhalten nur diejenigen die Chance, sich weiterzuentwickeln, die sie auch verdienen. Die Evolution ist der alleinige Zweck, ja, krank im Hirn. Aber wie so oft, durchaus vergleichbar mit der Realität, ist ein grundsätzlich guter Ansatz, pervertiert und macht es eigentlich willkommen zum Gegenteil dem, was man vorhatte. Ausgezeichnete Arbeit, Rias Miasch. Ich schaue mir die Aufzeichnung gleich an. Was für eine tragische Geschichte. Die Schriftstücke erlauben einen kleinen Einblick in Krauses Gedankenwelt. Dennoch kann nichts seine Entscheidung entschuldigen. Wer hat ihm das Recht gegeben, über Leben und Tod der Leute hier zu entscheiden? Das ist monströs, egal welche Logik man, mit welcher Logik man es rechtfertigen will. Bastian sollte das auch durchlesen. Bitte zeige ihm die Schriften ebenfalls. Was geht hier vor? Sind das die Dokumente, die Krause versteckt hatte? Ich weiß schon seit geraumer Zeit von der Korruption unter den Senatoren. Bisher habe ich aber noch keinen konkreten Beweis in der Hand, um dagegen vorzugehen. Krause versuchte diese Last allein zu schultern. Es war sein größter Fehler. Nichts davon hätte passieren müssen, wenn er sich an uns gewandt hätte, wenn er Hilfe gesucht hätte. Sehr tragisch. Mit einer Sache hat Krause aber recht, diese Korruption muss ein Ende haben. Ich weiß auch, dass wir es nur mit deiner Hilfe schaffen können. Fahren wir mit der Operation fort. Geh zu Sascha, sie wird dir unsere Pläne erläutern. Na, vielleicht kann ich doch noch was kloppen. Geht hier vor? Endlich geht es los. Laut meinen Ermittlungen treibt Apex seine schändlichen Experimente weiter voran. Neu heute hat einen anonymen Brief erhalten, der die verdächtigen Aktivitäten von Apex detailliert beschreibt. Jetzt müssen wir zur Tat schreiten, Rasmia. Du kennst doch den Chefredakteur von Neuheute, oder? Ich möchte, dass du mehr über diesen anonymen Hinweise in Erfahrung bringst und die Sache untersuchst. Zeig Interesse, aber lass sie nicht wissen, dass wir an der Sache dran sind. Wir werden unwiderlegbar Beweise für die Korruption im Parlament finden und der Sache ein für alle Mal ein Ende bereiten. Du bist hier. Okay. Unausgesprochen, muss ich mal gucken. Nicht, dass das dann... Nee, das ist... Tavernenwitt wird... Und das ist das. Ne, es ist. Hat nichts mit dem zu tun, okay.
die Musik so, die hat mir sowas von so leicht kirchenmäßiges. Na, heute war davor, okay. Hast du mal mit der Einschienbahn gefahren? Was gibt's zum Abendessen, Papa? Ach nee, Quatsch, der ist ja da unten in dem Gebäude. Wie viele Seiten hat diesen Artikel verfasst? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Oh, halt, du bist doch Jasmia. Lange nicht gesehen. Wie ich hörte, warst du angeblich an der Auflösung des Falls beteiligt. Solange du hier bist, könntest du uns noch ein Exklusivinterview geben. Was meinst du? Was, du möchtest mehr über die anonymen Quellen erfahren? Warum willst du die Geschichte weiterverfolgen? Ah, ich sehe dieses Funkeln journalistischer Neugier in deinen Augen. Nun gut, ich schulde dir etwas. Ich weihe dich ein. Wenn das alles vorbei ist, bekomme ich aber ein Exklusivinterview von dir versprochen. Sprich mir Rebetti. Er ist für die Story verantwortlich. Es heißt, es gäbe nur eine Wahrheit, aber... Gemeinsame Ermittlungen? Mit der berühmten Inspektorin Jasmia? Es wäre mir eine Ehre. Weißt du, manche in unserer Branche nennen uns Schmierblatt, aber das verbitte ich mir. Als ob die anderen immer bei der Wahrheit bleiben in ihren Leitartikeln. Das sollte allerdings schon so eine Grundvoraussetzung für eine Zeitung bleiben. Naja, deren Zeitungen sind genauso voreingenommen wie wir, mehr sogar. Um das zu beweisen, werde ich ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen und diesen Fall selbst lösen. Denk an meine Worte. Abgemacht? Dann fangen wir an. Das ist der anonyme Brief, von dem ich dir erzählt habe. Lies ihn bitte durch. Okay, wie viele Seiten haben wir noch? Ist dir klar, dass Apex seine Experimente keineswegs eingestellt hat? Sie stellen es nur noch schlauer an und treffen noch mehr Sicherheitsvorkehrungen. Sie führen ihre kriminellen Machenschaften jetzt sogar mitten in Stern unter dem Deckmantel einer gemeinnützigen Organisation durch. Wir müssen die Wahrheit aufdecken, bevor es zu spät ist. Es ist an uns, die Kinder zu retten, an denen Experimente durchgeführt werden, und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die bewusst wegschauen, wenn Apex diese scheußlichen Dinge anstellt. Okay. Hast du das gelesen? Ganz schön starker Tobak von dieser anonymen Quelle. Wer es auch ist, scheint uns aber nicht für voll zu nehmen. Denn die haben dem Augenstern die Tipps persönlich überbracht. Die vom Augenstern haben sie als Spinnerei abgetan. Das bedeutet wiederum, dass es jetzt an uns ist. Wir müssen die Quelle treffen und eine Untersuchung leiten. Ich rieche schon eine weltexklusive Nachrichtenbombe. Ja? Okay, jetzt suchen wir die, sprich mit der anonymen Quelle. Ah, die ist Gott sei Dank nicht weit. Pass auf, hier kommt mein großer. Hast du das neue Buch der Rose aus Stahl gelesen? Ah, hier drinnen ist es. Na. Heute ist Abgabefrist. Ich muss nur noch eine einzige Zeile schreiben. Wer bist du? Was? Ich soll dir mehr über den anonymen Brief erzählen? Jedes kleine Detail? Aber ich habe ihn doch nur zu nur heute geschickt. Ach, dass dieses Revolverblatt tatsächlich ernste Untersuchungen anstellen würde, wäre mir im Traum nicht eingefallen. Ich rede ja schon. Apex nutzt Kinder in einer illegalen Einrichtung als Testsubjekte. Jedes grässliche Detail ihrer Taten steht in einem geheimen Hauptbuch. Wir müssen die Kinder retten und das Buch finden. Das Buch enthält alle Namen von Unternehmen und Parlamentsmitgliedern, die Apex unterstützen.
Die Einrichtung befindet sich in derselben Straße wie die Halle der Transzendenz. Ein Söldner namens Virsailai kann dir sagen, wo es ist. Sag ihm, Dornröschen schickt dich. Hast du das neue Buch der Rose aus Stahl gelesen? Schwuppdiwupp. Seht ihr's? Da ist er. Pass auf, hier kommt ein großer Läufer! Merkt ihr was? Ich bin etwas faul. Das soll ja ein Shorty bleiben. Ich laufe immer an die Kante. Ach, vor Stern war Totridge die Hauptstadt? Was kann ich für dich tun? Dornröschen schickt mich. Ach, Dornröschen, das macht die Sache einfacher. Du interessierst dich für die Gönner des Waisenhaus Sonnenschein? Da geht ganz offenbar etwas Merkwürdiges vor. Unter den Gönnern des Waisenhauses ist eine Organisation aufgeführt, die mir nicht geheuer ist. Die Adresse ihres Firmensitzes ist erfunden und sie nennt nicht mal einen Vorsitzenden. Vom Konto dieser Organisation werden gewaltige Summen überwiesen. Außerdem fingen die Fälle von verschwundenen Waisenkindern genau um die Zeit an, als diese Organisation gegründet wurde. Alles in allem ist hier irgendwas gehörig faul, findest du nicht auch? Mich machte das jedenfalls neugierig genug, um die Spur des Geldes an diese Gönnerorganisation zu verfolgen. So stieß ich auf ein Gebäude, das möglicherweise von ihnen gemietet wurde. Ich habe den Fabrikinspektor darüber in Kenntnis gesetzt, der für das Gebäude verantwortlich ist. Es wäre gut, wenn du zu ihm gehst. Man sehe sich nur unseren Fortschritt dank der Wissenschaft an. Ja. Einfach mal die Fresse halten. Wo bin ich nicht hier? Hier bin ich falsch. Da ist du. Ah, komm. Wie kann ich helfen? Suchen Sie mir nach jemanden? Du bist das. Bist du das, die Organisation unter dem Weißen Haus Sonnenschein untersuchen wollte? Puh, gut, für einen Moment hatte ich das Schlimmste befürchtet. Meine Vorgesetzten sagten immer wieder unmissverständlich, dass ich mich nicht um die Angelegenheit zu kümmern habe, wenn ich die Sache erwähne. Ich entschied, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, als ich den Söldner traf, der ähnlich besorgt war wie ich. Da du jetzt hier bist, habe ich zumindest nicht völlig umsonst meinen Kopf. Habe ich mir zumindest nicht völlig umsonst einen Kopf gemacht. Du findest die Organisation, wenn du der Straße folgst. Los, aber sei vorsichtig. Nee, ich hoffe, dass es jetzt mal endlich zur Sache geht hier. Verschwundenes Kind. Befreie das Kind. Okay. Befreie das Kind. Befreie das Kind. Finde die Testunterlagen. Ich will jemanden schlagen. Jetzt gehe ich zum Schlagen, oder? Lies das geheime Hauptbuch. Untersuche das Informationsgerät. Ich will jemanden schlagen. Ich bin ein Halbdämon. Ja. Ah, jetzt. Willkommen, Informationsverwalter. Untersuchung fertig.
ich weiß nicht. Haben sie da irgendwas rausgeschnitten aus der Quest? Wo muss ich darüber? Okay, jetzt beam ich. Jetzt beam ich mich aber. vor allem dieser Effekt, dass du so reinzoomst, so, ah, willkommen Informationsverwalter. Und schwupp, da hab ich's. Und gut ist. Oh Mann, das war schlecht. Das heißt, es gäbe nur eine Wahrheit, aber... Die anonyme Quelle hat also die Wahrheit gesagt. Ich will es kaum glauben, bei den Göttern. Geht es den Kindern gut? Sehr gut. Wenigstens haben wir jetzt einen Hoffnungsschimmer. Ein Artikel darüber zu schreiben ist eine Sache, aber das Wohl der Kinder hat Vorrang. Erstatte dem Chefredakteur sofort Bericht. Wir müssen die Sache unverzüglich veröffentlichen. An deinem Gesichtsausdruck sehe ich, dass du etwas gefunden hast, nicht wahr? Zeig es mir. Das ist ungeheuerlich. Die Welt muss umgehend davon erfahren. Es ist unglaublich, dass die Reichen und Mächtigen so einer verwerflichen Betätigung nachgehen würden. Unser Artikel wird ganz Stern in den Grundfesten erschüttern. Das ist ungeheuerlich. Wer hätte gedacht, dass derselbe, selbst der Vorsitzende der Augensterne in die Sache verwickelt wäre. Ich frage mich, ob der schlaue Fuchs Angela davon wusste. Nein, trotz aller ihrer Fehler ist Angela Gatten nicht die Art von Person, die sich auf so etwas einlassen würde. Sagt der Quelle, wir haben das geheime Hauptbuch gefunden, dass wir das geheime Hauptbuch gefunden haben. Wenn du schon unterwegs bist, unterrichte auch Angela darüber. Sie ist die Chefredakteur der Augenstern. Sie verdient es davon zu erfahren, auf welche Zukunft ihres Arbeitsplatzes sie sich gefasst machen kann. Okay. Wer zum Teufel hat diesen Artikel verfasst? So. Map. Schwuppdiwupp, wo müssen wir hin? Da drüben. Das war die geheime Quelle. Pass auf, hier kommt mein großer Hast du das neue Buch der Rose aus Stahl gelesen? Oh. Nee, das ist falsch. Das wollte ich doch gar nicht, oder? Nee, ich muss da rein. Heute ist Abgabefrist. Ich muss nur noch eine einzige Zeile. Du hast die Kinder gerettet und das geheime Hauptbuch gefunden. Das ist wundervoll. Dann war es die richtige Entscheidung, meinen Brief an Neuheute zu schicken. Ich kann nicht glauben, dass die Vorsitzende der Augenstern Apex unterstützen. Ich wusste nur, dass jemand ganz weit oben in der Machthierarchie verhinderte, dass die Geschichte an die Öffentlichkeit gelangt. Genug, komm zum Ende. Hängt davon ab, mit wem man spricht. Ich bin beschäftigt. Was? Was ist? Was soll ich lesen? Das kann nicht wahr sein. Unmöglich. Unsere Vorsitzenden sollen Apex illegale Forschung unterstützt haben? Das ist kaum zu glauben. Aber Beweise sind Beweise. Ich war stolz darauf, beim angesehenen Augenstern zu arbeiten. Die Wahrheit über alles lautet unser Motto. Sobald das an die Öffentlichkeit gelangt, liegt unser Ruf in Scherben. Aber wir dürfen die Wahrheit nicht verbergen. Wir müssen uns an unsere eigenen Ideale halten. Wir werden uns selbst offenbaren und die Leser über unser Schicksal entscheiden lassen. Danke, dass du uns davon erzählt hast. Wie bitte? Der Chefredakteur der Neu-Heute bat dich, mir davon zu erzählen. Diese hinterlistige Schlange. Andererseits nehme ich an, wir beide fühlen die gleiche Leidenschaft für die Wahrheit. Er hat das Richtige getan. Lass ihn ja nicht wissen, dass ich das gesagt habe. Wir werden hart dafür arbeiten, das Vertrauen der Leser zurückzugewinnen. Irgendwann werden wir diese Revolverblatt wieder in puncto absolute Leserzahlen übertrumpfen. Okay, war's das, oder? Und ich muss nur noch eine sprich mit Zeile Chefredakteur Fillion. Ah, der ist da drüben. Genug, komm zum Ende. Heute ist Abgabefrist. Hast du das neue Buch der Rose aus Stahl gelesen? Pass auf, hier kommt mein großer Läufer! Wer zum Teufel hat diesen Artikel verfasst? Ich soll mir das nicht zu Kopf steigen lassen? Haha, sehe ich auch so. Ja, es wäre schon ein schwerer Schlag, falls die Augenstern unterginge. Wir wären dann die Einzigen.
Hier, das ist für dich. Ich habe diese illegalen Dokumente einer korrupten Rechtsverdreher abgenommen. Sie enthalten streng geheimes Material über den Core SG-7. Dabei handelt es sich um einen neuen Energiegenerator, der von Technologe Krause entwickelt wurde. Offenbar hat der Anwalt die Daten gestohlen. Ich wette, diese Datei wäre der Schatzmeisterin Sascha eine Menge wert. Schatzmeister Sascha. Schwuppdiwupp, da lang. Ja, alles in allem eine etwas unspektakuläre Geschichte. Willkommen. Willkommen, Riasmia. Dank deiner Sensationsberichts konnte Apex und ihre Unterstützer in die Enge getrieben werden. Sie werden in diesem Moment verhaftet und basierend auf dem, was du uns gegeben hast, werden Untersuchungen eingeleitet. Ich hoffe, damit können wir die verbrecherischen Bande zwischen Politik und Wirtschaft ein für allemal kappen. Ohne dich hätten wir das niemals bewerkstelligen können. Wie? Du willst, dass ich das nehme? Core SG-7? Ich kann nicht glauben, dass Krause so etwas entwickeln wollte. Das ist hocheffizient, das ist ein höchst effizienter magischer Generator. Nicht zu fassen, dass sich so etwas unter den Dokumenten von diesem Anwalt befand. Ich wette, die wollten die Dokumente ganz für sich behalten. Eines kann ich dir versprechen, diese Dokumente werden von nun an für das Gute verwendet. Und fetch! Das heißt, ich bin hier. Du bist da. Ich kriege 20.000 Silber. Jukka, das ist nicht schlecht. Gucken wir mal, ob wir hier noch was vorflöten können. Ja, der kann noch was vorflöten. Das hat sie gefreut. Und ich habe das tägliche Limit erreicht. Ja, dann würde ich sagen... Du bist hier. Ich bin hier. Ich hau mal jetzt aufs Maul. ja, ich stehe hier schon wieder im Gemüse. Vielen Dank fürs Zuschauen. ich weiß nicht. Das wäre frech, hier für einen Daumen nach oben zu fordern. Das ist eine ziemlich langweilige Geschichte gewesen. Aber mein Gott, der Vollständigkeit halber werde ich es natürlich online stellen. Wenn ihr noch mehr so spannende Folgen sehen wollt, Daumen nach ein Abo könnt ihr dann abschließen. Und schreibt mal im Kommentar, was ihr von sowas haltet. Soll ich die komplett weglassen oder sagt dann, ja gut, gehört auch dazu. Einfach mal, wenn ihr soweit durchgehalten habt und euch den Abspann anhört, lasst mich wissen. Tschüss zusammen, macht's gut und ihr wisst ja immer schön gesund bleiben. Ciao.